Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode zu Railroads Online. Und ich glaube, das müsste Episode 57 sein. Ich habe gedacht, wir gehen mal wieder zurück, aber nicht auf meiner Map. Ich habe mir mal eine Community-Map ausgesucht, und zwar vom Roger, so heißt er. Ich habe mir die Map beim Mini-Zwerg heruntergeladen und ich dachte, wir schauen uns mal seine Map an, beziehungsweise machen eine kleine Fahrt hier mit seiner Biggie. Das ist die Nummer 5. Und mit La Aquila, Nummer 9, und dann hier das Brennholz zur Schmelzhütte bringen. Warum diese Strecke? Ich zeig's euch. Er hat nämlich hier diese Verbindung gebaut, hinten über das Tal hier runter. Und das ist eine Verbindung, die ich nie auf meiner Karte gebaut habe. Also ich fahre ja hier so runter und dann hier rein. Und das sieht ziemlich spannend aus. Und ja, ich dachte, wir fahren jetzt immer voll beladen in Doppeltraktion hier die Strecke entlang. Hier beim Holzfäller vorbei, dann da hinten rauf und schauen, ob ich heile ankomme, ohne dass ich entgleis. Das ist jetzt doch ein paar Monate her, dass ich das letzte Mal mit Railroads Online gefahren bin. Und ja, wird spannend. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Das erste, was wir hier mal machen müssen, ist beide Loks mal heiß machen. Das habe ich noch nicht gemacht. Das heißt, wir werden mal hier kräftig einheizen. Gerade zweimal. Und falls ihr euch wundert, dass ihr bei der Mini-Map jetzt gerade keine Gleise seht, es kam gestern noch ein neues Update raus für Railroads Online und seitdem wird auf der Mini-Map nichts mehr angezeigt. Nur noch die Weichen. Ist jetzt aber nicht so schlimm, denn die meisten Weichen sind okay. Ich muss einfach nur vorsichtig fahren und dann passt es. Okay, wir werden jetzt erstmal hier die... ich kann die Steuerung hier gar nicht anmachen. Wir werden hier mal die Bremse lösen und gehen nochmal zurück zu Railroads Online. Ah, Moment. Falsches Fenster. Railroads Online Extended. So. Open Controls. Sagen hier bitte synchronisiert mit der anderen Lok. Passt. Und dann haben wir hier, glaube ich, noch einen Wagen. Ja, genau, den da hinten. Zum Mannschaftswagen. Der noch die Handbremse angezogen hat. So, da ist er. Ach ja, natürlich ist das Frames-Problem noch nicht weg. Wir haben nach wie vor schlechte Frames. Auch bei der Map, wo recht viel los ist, ist momentan bei 20, 25 Frames. Ich hoffe, das wird nicht noch schlimmer. Und ich sehe gerade, der Kollege hat da oben irgendwas gebaut. Eventuell gehen wir da später noch rauf, aber zuerst machen wir unsere Tour. Gehen wir wieder hier hin. Und ich würde sagen, ich mache mal einen kleinen Cut. Ich warte mal, bis beide Loks schön heiß sind. Und dann düsen wir. Also, bis gleich. So, liebe Leute, da bin ich wieder. Die Loks sind heiß und vorbereitet. Und ich würde sagen, wir steigen ein und fahren los. Und hoffentlich geht dabei nichts schief. Okay, wir werden dann mal die Bremsen hier lösen. Richtungswende, bitte einmal nach vorne und dann würde ich sagen, los geht's. Ja, mal ein bisschen Gas hier und hoffen wir, dass mal alles mitkommt. Ne? Schauen wir mal kurz raus hier. Es sieht zumindest mal nicht so schlecht aus. Ich gehe jetzt mal ganz kurz nach hinten. Wir haben ja hier in der Beta von der Beta. Ja, Gott sei Dank einen schnellen Sprint. Ja, sehr gut. Okay, ab wieder zurück. Na, komm, lass mich rein. Perfekt. Ja, da gehen die Frames wieder nach unten. Das habe ich nicht vermisst. Also wirklich schnell fahren dürfen wir eigentlich eh nicht wegen ihr da. Ich glaube, ich habe das nicht so gern. Gut. Also diese Kurve ist händisch gemacht worden. Das ist ohne Tool passiert.
Ah, da bin ich ein bisschen meine Gleise gewohnt. Aber ja, macht es ein bisschen spannend, hier mal die Gleise bzw. die Strecke von jemand anderem zu sehen. Sehr gut. Also die Stelle hat er auch wesentlich schöner hinkriegt als wie ich auf meiner Karte. Interessante Idee, auch da mit dem Kreis, dass man hier so rumfahren kann. Nicht schlecht. Bei mir habe ich ja hier diese Kopfgleise da. Die weichen schon auch ganz gut aus. Nice. Ja, wo ich sehr erstaunt war, im Steam gibt es ja das Bild von meiner Kreuzung, also die Doppelkreuzung. Und ist nach wie vor eins der beliebtesten Bilder. Die perfekte Kreuzung, die er damals gemacht hat. Mensch, die hat mich Nerven gekostet. Aber es war gar nicht mal so schwer, die zu bauen. Ich überlegt, ob ich da das nicht nochmal baue. Und diesmal beim Video festhalte und zeige, wie ich das gemacht habe. Also falls da Interesse besteht, schreibt es das mal in den Live-Chat rein. Also, was sage ich denn Live-Chat? Ich stream ja gar nicht. Normales Video-Kommentar. Ja, bin noch ein bisschen verpeilt. Es ist in der Früh. Hab erst einen Kaffee-Intus. Weg noch nicht so ganz. Ich gebe mal ein bisschen in der Ansicht rein. Kannst du mal... Ah, komm, geh auf. Ah, besten Dank. Wie kann ich runter? Ich hätte gern irgendwie so eine Position zwischen... So in der Mitte von dem und dem. Das wäre ideal. Ob er ein bisschen kleiner hier ist. Mal auf der Seite rausgucken, glaube ich, war so. Ja, genau. Ah, ich kann es ja noch. Jetzt muss ich nur noch heile ankommen. Geh doch mal raus. Ah, ist schon noch fetter Damm, den er hier hingepflanzt hat. Aber kann man natürlich auch machen, um hier den Hügel zu umgehen. Oder man fährt hinten drauf, so wie ich es ja neu gebaut habe. Aber mein allererster Approach war ja auch hier recht knapp da an der Seite vorbei. Waren, wie oft ich da in der Kurve im Gleis bin. Kann man noch ein bisschen schneller fahren. Ich glaube, ein bisschen geht noch. Aber ich merke doch keinen Unterschied. Also die Physikeinstellung ist mal auf realistisch eingestellt. Schwerste, was geht. Bin mal gespannt. Ah, da hinten sehen wir schon einen Teil der Strecke. Ob es dann nach oben geht. Ich hoffe, er ist da Spaß gewesen mit den Steigungen. Das mit den Treppen ist da nicht schlecht. Gute Idee. Sollte ich mal merken, wenn ich mal wieder rauf. Ob man dann hier von unten wieder rauf kann. Nice, nice. Ja, nicht so schlecht mit dem Layout. Also das rechte Gleis geht hier in die Kurve, damit man hier wieder auf die andere Seite kommt und links geht es jetzt auf die Bergstrecke. Einfach, aber funktional. Das sieht auch handgemacht aus, ohne Tool. Das ist so, wie ich die Schwenker hier in der Kurve so sehe. Aber die Abstellgleise, wo wir gestartet sind, die wurden sicherlich mit Tool gemacht. Das schaut viel zu perfekt aus. Boah, ja, also die Bäume sind noch ein bisschen nah hier dran. Okay, was macht Feuer? Das ist perfekt. Wo war hier drin? Wo war das mit der Pfeife hier drin, wenn man das jetzt der Ansicht macht?
Okay, bin doch ein bisschen eingerostet. Konnte man nicht an dem hier ziehen? Ah. Das war die Glocke. Wo ist die Pfeife? Kannst du wieder aufhören? Komm, hör wieder auf. Okay, muss ich dann in anderen Ansicht machen. Wo ist die Pfeife? Das war das Sander, Bremse, Steuerung, Gegner. Brauchen wir ein bisschen mehr Schmack, so wie es sich gerade anhört. Hä? Ich finde gerade wirklich die Pfeife nicht mehr. Ach, hier. Okay, gehen wir mal die Ansicht. Können wir mal so eine Strecke hier sehen? Das war keine schlaue Idee, dass er. Also ist eine schlaue Idee, dass er hier hinten anfängt mit der Bergstrecke. Dass er hier sanft nach oben kommt. Ich habe mir das mal angeschaut, der Telekom Sägewerk, um hier hinten ins Tal reinzukommen. Da brauchst du dann oben die Steigung, damit du dann über den Berg da kommst. Aber gefällt mir. Spannend. Guckst du mal, ist auch kein Problem. Oh, da kommt schon die erste große Lücke hier. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Das sieht schön aus. Moment, machen wir mal in der Ansicht. Nice. Oh, was wollen das sein? Vielleicht so 2-3% Steigung? So alle Fälle sehr gleichmäßig. Wirklich schon gespannt, wie er dann hinten am Tal wieder runterkommt. Ja, schön, dass er da immer wieder abgewechselt hat. Zwischen Damm und Brücke. Hat doch ein paar Höhenmeter jetzt hier gemacht. Schön verlegt. Das dürfte ein recht später Bauabschnitt gewesen sein, so wie das aussieht. Jo. Also. Das ist für mich nach wie vor Staffel 1. Staffel 2 wird dann wirklich starten, wenn das neue Splines Update wirklich nutzbar ist. Weil momentan kannst du ja die Sachen zwar verlegen, aber einfach nicht speichern, was ja leider sehr schade ist. Ich hoffe, das kommt bald, weil dann kann man so viel geiler bauen. Es hat Potenzial. Bei dem, was ich so gesehen habe, coole Sache. Und dann sollen natürlich die anderen Lokomotiven jetzt dann drauf gehen. Und was ja noch ist, das habe ich am Anfang gar nicht realisiert. Die Lok, was wir jetzt bei dem neuen Splines-Update haben, die Betsy, die kann gar nicht entgleisen. Die ist wie auf den neuen Splines draufgeklebt. Das müssen sie natürlich auch noch ändern, sonst ist es ja kein Challenge mehr. Aber es ist ein bisschen langsamer in der Entwicklung aktuell. Obwohl er jetzt ein bisschen mehr Entwickler hat, langsamer Fortschritt. Und ich glaube halt nach wie vor nicht dran, dass das neue Update, also wenn es dann final dann mal kommt, wirklich was an der Performance verändern wird. Ich glaube nicht dran, bevor ich es nicht sehe. Also dann mal schaut, dass man halt hier jetzt mit so im Durchschnitt 20 FPS rumläuft. Oh wow, das ist eine harte Kurve da. Gut, dass wir langsam unterwegs sind. Machen wir da auch alle mit hier hinten. Ui, ui, ui. Das sieht man sogar im Boden. Ja, schön zusammenbleiben hier. Ich glaube, ich gehe mal ganz kurz raus und dann schauen wir uns bei dem Zug von außen an. Vielleicht irgendwie so in der Ansicht. Oh, das sieht richtig schick aus. Ich glaube, da mache ich ein Foto. Moin! Sehr schick. Hier fahren wir wieder mit. Oh, da war ich fast wieder runtergefahren.
Oh, wo ist denn das? Ah, das Sägewerk ist irgendwo da hinten. Glaube ich. Ah, da hinten. Hinter dem Hügel da. Und jetzt geht's in das eine Tal da rein. So wie es aussieht. Ich glaube, ich möchte mal ganz kurz die Kontrolle über die Lok haben. Das müsste dann jetzt wieder bergab gehen, langsam. Sieht nach Scheitelpunkt aus. Ist noch mega schön hier mit dem Blue. Gefährlich, gefährlich mit dem Mann hier. Ah, und da unten geht's schon wieder retour. Oh, geht das jetzt recht schnell nach unten? Oder wie macht ihr das? Hinten ist Auto, alles okay. Ah, okay. Dann hat es wirklich die volle Länge hier von dem Tal aus. Wenn wir hier mit einer Schleife nach unten kommen. Oh, ich glaube, ich nehme mal das Gas jetzt hier weg. Und brems mal. Das sind ein paar harte Kurven hier drin. Ist noch alles okay da hinten? Ich bin stolz auf mich. Ich frage mich, ob das schlau ist, wenn ich nicht konstant ein bisschen bremse, damit wir hier ein bisschen Druck haben auf den ganzen Wagen. Vor allem bei diesen engen Kurven hier. Das macht mich gerade ein bisschen nervös da. Und die erste Stahlbrücke da hinten. Jetzt mich ja schon so ein bisschen das selber zu bauen, aber nicht mit dem alten System, dafür habe ich einfach nicht mehr die Nerven. Aber wirklich schön. Wäre doch irgendwie cool, wenn man die Industrien anders platzieren kann, damit man hier noch ein paar andere Strecken bauen muss. Zum Beispiel dann hier hinten eine Industrie oder so, mit so einer Flachstelle. Das wäre eine Challenge. Aber ja. Und jetzt bei den grundlegenden Sachen fixen, bevor wir ins neue Bausystem einführen und dann die neue Map, wenn es mal so wäre. Oder sonstige Features. Also die Brücke da, die hat er schön hinkriegt. Ob er das mit Railroads on an Extended gemacht hat? Das sieht ziemlich perfekt aus. Also wenn es händisch gemacht ist, dann Hut ab. Aber ich glaube, das könnte Railroads Online Extended gewesen sein. Wieder bremsen, ein bisschen schnell hier. Also Mini-Kurven habe ich Angst, dass wenn ich dann so viel bremse, dass dann die Wagen dann wieder runterspringen. Ja, bei sowas. Wir mal wieder in die Ego-Perspektive hier. Kann man das eigentlich hier auch? Ja, man kann das auch aufmachen. Okay. Nice. Okay, gehen wir hier raus. Ich glaube, ich möchte mal ganz kurz da nach vorne laufen. Einfach nur wegen der Optik. Nein! Ah, so ein Scheiß. wo ist die Lok? Bitte bleib jetzt nicht stehen, während ich da unten bin.
Ein bisschen weiter nach oben für die Optik. Ah, ich wünschte, man könnte zoomen. Sehr schick, sehr schick, sehr schick. Gib doch mal ein Screenshot hier. Wäre doch irgendwie geiler, wenn die Bäume jetzt nicht da wären. Okay, wie komme ich jetzt hier wieder rauf? Das sieht nicht schlecht aus. Lass mich rauf, lass mich rauf. Yes, nice. Moin. Ich fahr mal wieder mit. Okay. Wir müssen lösen. Wir sind ein bisschen zu langsam. Kann man sogar ein bisschen Schmackes geben. Ja, da ein bisschen was für Bilderbuchromantik. Ah, da hinten sehen wir schon die Schmelzhütte. Ganz kurz aber den Schornstein gesehen. Sieht auch schick aus hier. Ganz schön weit nach unten hier. Ich glaube, das war hier die Stelle, wo ich mal überlegt habe. Mal kommt man dann hier so rein. Und dann auf der anderen Seite rüber, das habe ich auch schon gesehen. Und, oh, das wird jetzt ein bisschen schnell hier. Bremsen. Drei Stufen. Warum hat er das gemacht? Wegen der Optik oder... Ich meine, es sieht jetzt nicht schlecht aus. Ich würde mal schätzen, Tag oder zwei ist er sicherlich an dem gesessen. Geht dann noch meine Verbindung hier von rechts nach drüber, also über die Linie. Ich glaube, das ist diese Stahlbrücke, die man hier so angedeutet sieht. Aber hier von der Entfernung sieht es aus, als wären hier keine Stützen dran. Bei. Ah, wie sieht es mit dem Feuer aus? Feuer ist eigentlich noch okay. Braucht man eigentlich nichts reintun. Geht eh die ganze Zeit nach unten. Bremse können wir mal ein bisschen lösen. 30%. Gehen wir davor ein bisschen. Sehr gut. Cool. Ja, ich hab's noch drauf. Kann man Zug fahren hier. Oh. Das haben wir jetzt nicht gesehen. Das werde ich schon mal ausblenden. jetzt wirst du aber ein bisschen schnell hier. Ein bisschen mehr bremsen hier. Dass ich auf den letzten Meter jetzt mich doch noch irgendwo raushau. Ja, da ist die Stahlbrücke, wo sie drüber geht. Ich finde gerade den Partner schön mit den Holzbrücken, wenn man dann unten mit den Damm hier noch ein bisschen Fundamente macht. Das sieht noch richtig schick aus. Steil hier. Da war alles dran. Ah, ich sag's euch, ich freue mich schon so für Train Simulator 2 auf Spirit of Steam. Kommt morgen raus. Und da will ich sicherlich mal alle Episoden mal durchspielen. Ah, oh, das sieht so cool aus. Es regt mich zwar immer noch auf, dass man da nicht selber das Feuer noch
hauen kann, beziehungsweise sich ums Wasser kümmern muss, dass das automatisch ist. Aber wehe, sie bringen das nicht nach als Update, wo sie, wie sie es versprochen haben. Weil sonst, ich meine, sie sagen ja, klar, sie wollen eine echte Experience machen, wie man halt mit der Dampflok fährt, ja, aber dann will ich auch die Rolle des Heizers übernehmen können und nicht nur fahren. Das ist ja nur die halbe Miete. Das wäre es eigentlich noch irgendwie so ein Advanced Mode für Railroads Online, dass man hier wesentlich intensiver heizen muss, beziehungsweise Wasser nachfüllen muss, wenn das Ding auf Touren ist. Ich meine, das ist ja so semi-realistisch, bis sie es jetzt hier haben. Aber ja gut, besser als gar nichts, ne? So, sind wir so gut wie unten. Wir können ganz weg von der Bremse jetzt. Können sogar noch ein bisschen Gas geben. Und was er noch hat, hier oben bei der Kreuzung, wo es zu den zwei Minen geht, hat er noch ein recht großes Depot hingebaut. So wenig Platz, bis der oben hat. Es sieht richtig aus. Oh, interessant, interessant. Er hat das alles hier erhöht. Und lässt es dann alles runterfallen, oder? Also hier wäre eigentlich der Platz, um die Kohle runterzulassen. Okay. Und da unser Feuerholz. Das ist ja mal eine coole Idee. Wenn wir jetzt da mal gerade parallel stehen bleiben. Ich meine, klar, es muss ja nur den Bereich treffen, hier. Aber von wie weit oben das kommt, ist ja egal. Auf die Idee werde ich nie kommen, das so zu machen. Darum geht es natürlich, dass du hier nur so ein bisschen reinfahren kannst, weil ja hier wieder Sachen stehen, wo du nicht durchfahren kannst. Hey, schauen wir uns das mal an. Ja, krass. Coole Sache. Hier ist ein kleines Depot. Steht da was drin? Nö, leider nicht. Besandungsanlage. Hier bräuchte es mal Holz. Wasserturm. Hey, aber die Idee. So cool. Dann hast du wie so ein Art Pit, wo das hier so runtergeht. So eine coole Idee. Also, Daumen nach oben von mir. Cool umgesetzt. Jetzt schauen wir mal, ob das auch wirklich funktioniert. Wir gehen mal zu unserem Wagen. Also mit dem Entladen könnte jetzt ein bisschen... Das muss ich mal probieren. Kann ich hier runtergehen? Nimmt er das dann? Oh ja, Tatsache. Na? Komm, entladen bitte. Enter. Achso, ja, stimmt ja. Geht er jetzt mit dem Hotkey? Tatsache, das funktioniert. Ja, sehr cool. Auch hier einmal entladen und hier. Cool, cool. Okay, während das hier entladet, schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Also hier kann er dann wieder raufjumpen. Okay. Hier geht's, so wie es ausschaut, wieder retour. Und hier da links geht er dann wieder langsam nach unten. Muss er ja für die fürs Beladen. Okay, das sieht ziemlich standardmäßig aus. Okay. Aber so die coole Bau, die Bau. Ja, also ich freue mich schon auf die nächsten Community-Maps, die ich mir anschauen werde, um gerade solche Ideen zu sehen. Rein als Inspiration. Komme ich jetzt hier wieder rauf? Nee. Loki, komm ich... Yes, das funktioniert. Ein bisschen cheaten. Fahren wir hier noch ein bisschen vor. Machen den Rest hier noch. Eigentlich kann ich dich so ein bisschen rollen lassen. Schauen, ob ich es jetzt hinkriege. Rollen, das entladen. Komm. Nice. Ah, nur Anfänger bleiben hier stehen. Komm, geh runter. Perfekt.
Ah, es wird ja fleißig am Produzieren hier. Aus. Was natürlich noch cool wäre, rein zum Bauen, wäre irgendwie so mehr so Deko-Objekte, damit man sowas irgendwie schöner machen kann. Das wäre doch cool. Das kann nutzen, einfach nur schön aussehen. Genauso wie die Buffer-Stops. Wenn sie das mal reinbringen. Weil momentan hat man ja nicht sehr viel Material zum Bauen. Oder gerade für so Schönbauer. Um da kreativ irgendwas schön zu machen. Ich meine, das sieht jetzt nicht schlecht aus, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. So, und der letzte Wagen. Jetzt gehen wir mal hier nach oben. Jetzt sind bei dir mal die Bremse. Und auch da, damit du stehen bleibst. Okay, 46. Sieht gut aus, also. Cool. Oh scheiße, jetzt bin ich hier unten. Ich wollte hier nach oben. Komm, lass mich raus. Oh ne, komm jetzt. Ah, okay, schlau. Kommt man hier so wieder raus. Kann man das hier aufmachen? Nee. Okay, ja, das war's erstmal mit der kleinen Rundfahrt. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und ja, ich muss sagen, das hier ist wirklich so das Highlight. Wirklich cool gemacht. Und ja, da sehen wir uns bei der nächsten Episode. Mal schauen, was wir uns da angucken. Also, bis denn dann. Tschüss.